Wir gehen jetzt ins Fußballstadion. Der erste FC Saarbrücken mit seinem Drittligaspiel gegen die Würzburger Kickers. Unter der Woche hat der FCS ja in einem spannenden Spiel mit 2:1 gegen den ersten FC Magdeburg gewonnen. Und sie können heute mit einem Sieg oben in die Spitzengruppe anschließen an Tabellenplatz 1 und 2. Heute also der FCS zu Gast bei den Würzburger Kickers, Frank Rundhefer. FC-Trainer Uwe Koschin hat heute mit drei Veränderungen in seiner Startelf erbringt. Kretschmer, Gnase und Jennecke für den verletzten Erdmann sowie für Greuß und Schott. Und die Fans, sie sehen, stehen im Regen, erwarten hier ein Kampfspiel. Es schmeckt, es riecht nach Kampf hier in Würzburg. Und genauso entwickelt sich auch diese Partie von Beginn an. Der FC mit Fehlern im Aufbauspiel. Dritte Minute und Achtung, schon mal direkt die Möglichkeit für die Würzburger Kickers, für Sané. Aber Daniel Batz bleibt da ganz kühl, lässt sich nicht zu einer Bewegung verleiten und kann diese Möglichkeit für die Kickers vereiteln, die aber trotzdem hier mit viel Platz aufwarten auf der Seite. Und was macht der FCS? Hier mal mit einer zumindest einer halbgaren Möglichkeit für Dominik Ernst. Das Ganze eingeleitet von Luca Kerber. Auch wenn es hier mal fußballerisch ordentlich aussieht, Saarbrücken tut sich schwer, konstruktiv nach vorne zu kommen, bemängelt auch Uwe Koschinat. Und Würzburg, die bleiben kämpferisch, bleiben bei ihrer Linie. 23. Minute, Kopasch, Batz muss runter und dann Sané mit dem 1-0. Und die Führung ist nicht unverdient. Daniel Batz sieht da unglücklich aus, weil er runter muss und den Ball nur noch blocken kann. Und der, das sehen Sie hier noch einmal, springt dann vor die Füße von Saliou Sané. Da kann der Saarbrücker Schlussmann auch nicht mehr viel mehr machen. Da von einem Torwartfehler zu sprechen, wäre mir eindeutig zu viel. Würzburg vorn. Dann die 25. Minute und jetzt hagelt's mal ein paar gelbe Karten. Hier für den Ex-Saarbrücker Fanol Perdedai. Mit den Beinen, aber auch mit dem Mundwerk unterwegs. Das gleiche gilt für Thorsten Ziegner, Würzburgs Coach, und für Uwe Koschinat, der sich da beschwert hat, dass viel zu viel verbale Kraft von der Würzburger Bank kommt. Beide sehen gelb. Und nochmal die Gastgeber. Wieder Sané im Privatduell mit Daniel Batz. Warum ist er wieder so frei da? Der Würzburger Angreifer Dominik Ernst. Nicht wach genug, aber Batz mit einer großartigen Parade. Und so steht's hier nur 1-0 für die Würzburger Kickers. Dann Doppelwechsel. Steinkötter kommt für Grimaldi und Scheu für Jennecke. Uwe Koschinat will mehr Power auf die Wiese bringen. Aber die erste Möglichkeit haben wieder die Würzburger. 52. Minute, Kopasch. Und dann die Riesenmöglichkeit für Moritz Heinrich. Aber der vertändelt da. Das Ganze eingeleitet von David Kopasch. Aber mal richtig Kirmes hier im und um den Fünfer beim ersten FC Saarbrücken. Immer wieder gelingt es Würzburg, den FC tief da reinzudrücken in die eigene Abwehr. Wenig Entlastung. Sprung in die 60. Minute. Dann sind sie mal im 16er. Der Gastgeber Julian Günther Schmidt. Aber insgesamt ist es nach vorne weiterhin einfach zu wenig, was die Mannschaft von Koschinat heute anbietet. Hier nochmal die Möglichkeit von Julian Günther Schmidt in den letzten Wochen. Herausragend heute. Tritt er auch nicht so in Erscheinung. Dann die 62. Minute und Platzverweis für den Würzburger Niklas Hoffmann. 10 Minuten vorher hatte er schon gelb gesehen. Nach rüdem Einsteigen hier das Foul an Günther Schmidt. Und ab jetzt der erste FC Saarbrücken in Überzahl. Geht jetzt was? Das ist die große Frage. Die nächste Möglichkeit, aber zunächst mal nochmal für Würzburg. 72. Minute, Lars Dietz. Aber das hat jetzt auch nicht den ganz großen Nachdruck bei den Gastgebern. Und die wissen, sie haben eine Schwäche. Und diese Schwäche liegt in der Schlussphase. Die Würzburger kassieren unglaublich viele Gegentreffer in den letzten 10 Minuten. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Minus Guras, nochmal die Chance und der macht es tatsächlich. Das 1:1 für den ersten FC Saarbrücken. Wieder dieser späte Gegentreffer der Würzburger. Daniel Batz feiert es richtig ab.
Das ist natürlich ein Punkt für die Moral. Müller bedient Guras und der macht's richtig clever. Dritter Saisontreffer für ihn. Viel Selbstvertrauen hat er getankt unter Uwe Koschinat. Und hier rettet er dem ersten FC Saarbrücken doch noch einen ganz schmeichelhaften Punkt bei den Kickers. Und draußen kracht's dann noch richtig. Thorsten Ziegner muss dann sogar den Innenraum verlassen. Wird ein bisschen beruhigt von Uwe Koschinat. Und er hat das breite Lächeln. Holt den Punkt für den FCS minus Guras. Die gelb-rote Karte war so ein bisschen der Schlüssel, vielleicht auch zum Spiel? Finde ich nicht. Finde ich überhaupt nicht, weil am Ende muss man ehrlicherweise sagen, dass auch in Unterzahl wir jetzt keine viel größere Zahl an Torchancen hatten und das Spiel ja eigentlich weiter so gelaufen ist wie zuvor in Gleichzahl, dass wir immer wieder irgendwo so in der Vorbereitung zu Torgelegenheiten ungenau waren. Der Gegner uns auch ein Stück weit in vielen Zweikämpfen den Schneid abgekauft hat und hat dann wahnsinnig schnell gekontert. Insofern finde ich, hat sich das eigentliche Bild auch in der Überzahl ja gar nicht so sehr verändert. Ich glaube, am Ende ja, ist es der Glaube der Mannschaft, vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, dass Würzburg in den letzten drei Spielen permanent gute Ergebnisse aus der Hand gegeben hat. Also so dieser Glaube, bis zur letzten Minute auch irgendwo hier was mitnehmen zu können. Ich glaube, der war heute ganz, ganz wichtig. Und am Ende müssen wir ehrlicherweise sagen, war es eben ein sehr, sehr schönes Tor von Minos, aber natürlich glücklich, weil es war nicht so wirklich herausgespielt. Es war quasi mit dem Abpfiff. Und das ist dann am Ende schon so dem Faktor Glück zuzuordnen. Fachlich sehr fair und sehr gut eingeordnet, wie ich finde, von Uwe Koschinat. Spielerisch, aber auch kämpferisch. Darf's doch noch einen Tacken mehr sein als heute. Freitag geht's weiter für Saarbrücken. Dann kommt Wien-Wiesbaden in den Park.